Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Ich schaue hier nochmal kurz in unser Logbuch rein. Und wir haben sonst hier alles erledigt. Joe findet die Schlaken verdächtig. Informiere dich über die Leichen in der Geisterfarm und finde heraus, was Karl zugestoßen ist. Vielleicht gehen wir auch nochmal kurz zur Geisterfarm zurück. Und dann haben wir nur noch das Teil für Smitty und Geld von Fred eintreiben. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo Fred ist. Sonst haben wir da keine Informationen. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück zu den Schlaken. Und wir haben bis zum 3. oder 4. Oktober Zeit. So, dann sprechen wir erstmal nochmal mit den Schlaken. Vielleicht haben die einen Hinweis. Also, ich glaube, wir hatten schon den Hinweis, dass der Kerl geflohen ist. War, glaube ich, schon der Hinweis. Ich glaube, das war Karl. Wegner. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ich nehme an, du hast die Botschaft nach Modok gebracht. Wie wurde sie aufgenommen? Sie haben Bedenken. Was für Fragen? Sie wollen wissen, was mit dem Farmer geschehen ist, der hier gelebt hat. Wir haben ihm einen Schrecken eingejagt und ihn von der Farm verscheucht. Sonst nichts. Ich nehme an, er ist wieder zurück nach Hause gegangen, als er feststellte, dass es auf der Farm spukt. Die Protektoren berichteten, dass er nach Nordwesten floh. Vielleicht könntest du dort nach ihm suchen. Ja, sie trauen euch aber auch nicht, weil ihr Reisende tötet und die Leichen pfählt. Wir sind ein friedliches Volk. Wir haben niemanden getötet. Die Leichen sind nur Attrappen, die wir hergestellt haben, um Diebe abzuschrecken. Wenn du sie dir genauer anschaust, kannst du sehen, dass sie nur um Brahmin-Gedärm an Puppen handelt. Ja gut, dann halte ich euch mit meinen Fortschritten auf den Laufenden. Und Nordwesten. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Also Bunkerstadt schließe ich halbwegs aus, weil das weiter im Osten liegt. Bunkerstadt schließe ich jetzt einfach echt mal aus. Nordwesten. Also in Klamath glaube ich nicht, dass es ist. Und ich glaube, also ich könnte den Nordwesten absuchen, dieses Gebiet hier. Was aber sehr gefährlich ist, einen kompletten Monat wirklich hier das ganze Gebiet abzusuchen. Weil mit den Banden, die da unterwegs sind, werde ich meine argen Probleme haben. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich mich in Den umhöre. Und ich glaube ja, mich erinnern zu können, dass bei Mums Diner irgendein Farmer war. Und wenn irgendjemand was darüber weiß, also sonst haben wir ja auch in Klamath und in Den gehört, dass hier nicht irgendwas, also nicht großartig irgendwas ist in der Nähe. In der näheren Umgebung. Deswegen würde ich mein Glück in Den versuchen. Auch wenn wir jetzt den ganzen Weg, den wir uns durchgekämpft haben, wieder zurückbewegen müssen. Ich gehe nach. Du möchtest begegnen einer Karawane, die von Straßenräubern in Hinterhalt gelockt wurde. Wenn die sich verteilen. Wir könnten es versuchen. Ich versuch's einfach mal. Ist das die Karawane oder sind das... Du siehst einen Händler. Einen Banditen. Okay, das sind einige Banditen. Und ein so toller Schütze sind wir doch noch gar nicht.
Und trotzdem mal lieber ein bisschen Abstand gewinnen. Wenn einer von euch stirbt und davon irgendwas abfallen sollte, wäre ich da sehr dankbar drum. Und ich hoffe mal, dass Sulik im näheren Gefecht... Aua! ...nicht großartig stirbt. Sulik wurde getroffen. Und Vic meint sich jetzt an den Händlern rächen zu müssen. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Ich bin mal gespannt, was hierbei rauskommt. Wer wie weit überleben wird. Und Vic schießt natürlich auch auf mich. Ich glaube, ich hätte sie einfach erstmal machen lassen sollen. Nein! Ich wollte doch nicht auf Sulik schießen. Und Vic, bitte schieß nicht weiter auf die Karawanentypen. Ich habe ein bisschen Respekt vor denen. Bitte. Nein, Vic! Was tust du? Du Idiot! Vic, du riesengroßer Idiot! Ich schau, was ich hier noch abgreifen kann. Geht's dir, Vic? Unverletzt? Schwer verwundet? Vic, bitte schieß nicht weiter. Müsste hier hinkommen. Verwundet. Unverletzt. Rennen. Ich hoffe, dass Vic überlebt. Schießt euch gegenseitig ab. Na, nicht auf Vic. Lasst Vic am Leben und Sulik auch. Ich bin entkommen und konnte ein bisschen looten. Ich mache jetzt hier noch mal trotzdem einen kleinen Abstecher.
Überprüf mal alles. Okay, das war schwer verwundet. So gut wie tot. Ich kann leider momentan nicht warten, bis alle geheilt sind. Dazu fehlt mir die Zeit. Dafür fehlt es hart an Zeit. Aber ich möchte hier nochmal gerne tauschen, weil ich ein bisschen Zeug mitgenommen habe. Ich habe Messer mitgenommen. Ich habe Nuka-Cola mitgenommen. Ich habe... Was ist das? Chat, das sind Drogen. Weg damit. Heilpulver. 10mm Pistole. Die möchte ich mal bitte, dass du entlädst. Und dann verkaufst. Vorschlaghammer. Darfst du einen verkaufen. Tasche. Schauen wir uns gleich nochmal an. ...14mm Pistole, die wird schweineteuer sein. Ja, zu teuer. Jagdgewehr, noch viel teurer. Okay, Heilpulver, das ist erschwinglich. Jetpacks reicht natürlich nicht. Stimpacks, nicht Jetpacks. Wieso komme ich jetzt auf Jetpack? Das Werkzeug ist auch schweineteuer, dann nehme ich den Rest noch Geld. 150 erstmal. Dann fehlen noch 8. Ach, das war zu viel. 25 weg. Was habe ich jetzt weg? Das Heilpulver. Das Heilpulver will ich aber behalten. Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen nervös. Ich möchte... 15 weg. Okay, wir haben wieder ein bisschen was. Auch wenn Vic jetzt nicht unbedingt gemeint hätte, Sulik rächen zu müssen. Da hat er gesagt, dagegen vorzugehen, dass auf Sulik geschossen wurde. Weil das war bestimmt nur ein Versehen. Und ich hoffe mal, dass wir... nicht so hart irgendwas abbekommen. Gottesanbeterinnen, die Bauern angreifen. Wenn uns die Bauern nicht angreifen, dann ist das an sich in Ordnung. Ich warte einfach. Vic, was machst du da? Bitte brenn meine Farm nicht nieder. Ihr habt vollautomatische Waffen und ihr habt Angst vor uns, die wir einfach nur gerade hier rumstehen. Und Vic rennt voll in die Schussbahn. Von euch, dass wenn ihr ihn anschießt, dass Sulik dann am Rad dreht. Das ist... Na. Zum Glück ist nichts passiert. Aber die können ja nicht großartig was. Und jetzt... Nein, die Trefferchance ist mir zu gering. Und ihr schafft es. Ich schieße nicht auf das Vieh. Weil wenn ich auf das Vieh schieße, dann treffe ich am Ende noch euch. ...58%. Siehst du, ich lock sogar von euch weg. Und Sulik tötet's.
Sind wir okay? Okay. 140 Erfahrungspunkte. Behalt deine Hände dort, wo ich sie sehen kann. Wir wurden in der letzten Zeit öfter von Banditen heimgesucht und können uns... Du könntest auch einer sein. Also was willst du? Ich wollte eigentlich nur Vorräte tauschen. Das ist ja wohl nichts Schlimmes. Hier ist, was ich anzubieten habe. Ihr seid hier die Gefährlichen, ja? Ihr rennt hier mit vollautomatischen Waffen und Gewehren durch die Gegend. Ich bin ein bisschen paranoid geworden, was das Ödland angeht. Und der September schreitet voran. Und wieder... Na, Straßenräuber. Wie geht's euch? Was du wollen? Das wär's erstmal. Ich möchte dich mal angucken. Verwundet. Schwer verwundet. Her mit der Beute. Die dröhnen sich erstmal voll. Und ich schaue, dass ich hier irgendwie rauskomme. Scheinen zumindest nicht großartig Schusswaffen dabei zu haben oder irgendwas in der Art. Aber das ist mir gerade trotzdem alles ein bisschen zu gefährlich. Oh nein, bitte kesselt mich nicht ein! Wenn ihr mich jetzt einkesselt, das finde ich... Also, das wäre jetzt was, wo ich, wenn wir im guten Zustand wären, was wir definitiv nicht sind, würde ich mir das sogar zutrauen. Aber nein, keine Lust. Ich will hier nur irgendwie lebendig rauskommen. Ich will einfach nur lebendig zurück nach Den. Räuber. Mit Schusswaffen. Ist ja klar. Sulik spielt wieder den Helden. Und ihr schießt auf mich. Sulik, bitte stirb mir hier nicht weg. Und ich möchte hier ehrlich gesagt gerade auch nicht drauf gehen. Sulik verschafft mir Zeit und... Getötet. Verdammt! Die Dunkelheit des Lebens nach dem Tod erwartet dich. Na gut. Dann würde ich mal sagen, soll's das für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde schauen, dass ich mir einen günstigeren Speicherpunkt lege und schon fast bis nach Den renne. Wenn irgendwas Interessantes zwischenzeitlich passieren sollte, wenn ich irgendeine interessante Begegnung habe, dann werdet ihr daran beteiligt sein. Wenn auf der ganzen Reise nichts Interessantes passiert, würde ich sagen, sehen wir uns in Den wieder. Und dann versuche ich da mein Glück, den guten... Was war das? Frank? Nee. Ja, auf jeden Fall den Farmer zu finden. Und mich umzuschauen, ob er vielleicht in Den ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sage einfach bis dahin und ciao.